Marc Terenzi ist natürlich heute als musikalischer Gast dabei gewesen bei der Kindergala, Kinderlachen-Gala 2018. Kinderlachen, was bedeutet die Veranstaltung für dich? Für uns ist es mega. Du siehst eigentlich, die Veranstaltung für mich ist great, das geht an alles für Kinder. Und nicht nur eine Schweck, so viele, viele verschiedene Sachen. Du siehst genau, wo das Geld eigentlich hingeht, which is cool. Normalerweise, du spendest ein bisschen Geld, aber du weißt nicht genau. Die sagen so viele really, really gute Sachen, die machen. Und für mich, ich finde, so ein Charity zu unterstützen, so ein Event hier zu kommen, für mich ist richtig. Wir haben viele Kinder, actually. She has zwei Kinder, ich habe vier. So zusammen, wir sind eine Patchwork-Familie mit sechs Kindern. So für uns Kinder bedeutet alles. Ich denke, für Zukunft, eigentlich, wir sind zuständig für unsere Kinder, dass sie so ein gutes World zu leben. Sehr gut. Ja, jetzt steht ja auch Weihnachten wieder bevor. Patchwork-Family, wie wird gefeiert eigentlich bei euch? Wie wird gefeiert? Ja, mit der ganzen Familie. Wir treffen uns an verschiedenen Tagen, alle immer wieder zusammen, immer an verschiedenen Orten. Und dann gibt es noch natürlich alles mit Kaninchen, gibt es bei uns dieses Jahr, wurde gesagt. Ne? Weihnachtsbaum, Kaninchen, alles. Weihnachtsbaum und der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Nochmal, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Ja, auf jeden Fall. In Leipzig, in Mallorca, in Berlin, überall. Mit der Patchwork Family, wir sind so einfach überall. Aber komplett zusammen. Genau, komplett verteilt, kann man sagen, genau. Natürlich wissen wir ja auch, du bist auch viel im Europapark immer weiter tätig und zugange. Wie war es dieses Jahr? Was war dieses Jahr Spezielles? Für mich dieses Jahr, ich war auf 20 eigentlich die ganze Zeit, ich war nicht zu Hause. Aber freue mich auf Weihnachten. Ich nehme für die erste Mal in 20 Jahren drei Wochen frei, to be with the Kinder, with the Familie. Ich finde das mega für mich. Und wir sind eigentlich in Europapark auch. Ich denke, am 20. wir sind da für ein paar Tage. Ich finde Europapark mega schön für Weihnachten. Das ist eine von den besten Locations zu sein. So, okay. Yeah. Dann wünsche ich euch alles Gute, eine gute Zeit. Für 2019 wieder alles Gute und wir sehen uns. Right. Herzlichen Dank. All right. Ciao, ciao.